Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sonntagsfahrer. Und ich muss erstmal wieder im Bussimulator reinkommen. Wir fahren nochmal eine Runde Bussimulator. Wie war das mit dem Schalten nochmal? Schalten. Ich bin im neutralen Modus die ganze Zeit bei mir. Ach so, Numpad 7. Und Platz 7, okay. Sehr gut. Dann geht es jetzt los. Wir fahren eine Strecke mit relativ viel Autobahnanteil. Genau. Und ein bisschen. Sagen wir eher ein bisschen über die Dörfer ins Industriegebiet. Ich fahre einen Gelenkbus, ich zeig den gleich mal von außen. Es kann das sein, dass du Kann ich nicht bitte eine Fahrkarte den Bus haben? hast, den du dir gerade ausgesucht, gedingst hast? Hast du jetzt mir meinen Bus weggenommen? Warte mal, ich schau mal eben. Wie kann ich die von außen Kamera zeigen? Danke! Eine Fahrkarte bitte. F1? Oder war das F1 das Ding? Ich bin mir unsicher. Nee, ich hab den Bus, ich hab meinen Creeper-Bus, also so ein bisschen. Achso, okay. Minecraft-Design. Danke. Dann sah es gerade eben bei mir einfach mal anders aus. Habe ich jetzt eigentlich. Wie habe ich die Warmblinkanlage eingeschaltet? Es geht ja gut los. Ich muss mal kurz nochmal in die Steuerung. Wo ist denn die Warmblinkanlage? Halt mir so fest, der Runde. Hier ist die Scheiben sich ja. Klar. Schalte rückwärts dann. Oh, Ampel, große Tür. Also, darauf geht das hier nicht. Hier, bitte. Ich stelle ziemlich hoch irgendwo, springen runter. Fahren nur drei, schalten rückwärts den Motor aus. Ringe. Ach, Innenbeleuchtung. Bahn 7. Okay, gut. So, weiter. Und weiter geht's. Ja, wenn ihr von dem Projekt auch einen wirtschaftlichen, den wirtschaftlichen Aspekt mit haben wollt, also von dem Spiel meine ich jetzt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oder schaut mal beim Seidenspinner vorbei, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Der spielt das nämlich, also Singleplayer-mäßig schon wirtschaftlich. Sag mal, Kollege! Alter! Also ich muss, ich hab das. Alter! Ich will nichts sagen, aber ich hab das Gefühl, mir ist gerade ein Auto in die Karre gefahren. Komisch. Also voll auf, also der wollte überholen, ne? Und ist auf der Überholspur stehen geblieben. Und als ich dann rechts, also macht man eigentlich auch nicht, eigentlich hätte ich auch stehen bleiben wollen. Ich wollte dann rechts dran vorbei. Da fuhr er mir in die Karre. Sehr gut. Wow. Jetzt weiter. Ja, ich hatte gerade eben auch irgendwie fast einen Unfall. Ich konnte nicht noch ich konnte mich noch halten. Das ist aber auch knapp. Ich habe mir gedacht, okay, ich nehme jetzt der KI die Vorfahren, sonst komme ich hier nicht rüber. Was halt normal ist, sag ich mal. Also, ne, man kennt ja die Simulationsspiele. Die KI ist nicht wirklich fördernd, dass man irgendwie, ne, vorankommt. Oh, Fahrkarten verkauft, ja, Moment. Natürlich, was brauchen Sie? Einzelticket, mehrere. Einzelstandard 2. Okay. 1, 2 drucken. Was? 4,440? Okay. So, 1,20 noch. Irgendwie manchmal bin ich zu blöd zu zählen. So, noch einer mit mehreren Karten. Und fahr weiter. Ich fahr einfach weiter. Scheiß aufs Navi. Was hast du gesagt? Ich dachte, bieg ich jetzt rechts ab und fahre nach Navi oder fahre ich geradeaus weiter? Und ich habe gedacht, ich fahre einfach geradeaus weiter. Okay. In der Hoffnung, dass die KI mich hier nicht ausbremst. Okay, sie bremst mich aus. Wer hätte das gedacht? Zurücksitzen, warte. Mal, also. Du willst ein Wochenticket. Standard. Ständig, glaube ich, gemacht. 4 Euro. So, der nächste. Natürlich. Woche Senior. Anzahl 1. Zurück. Oh, mach mal eine Busse, okay. Ach, so gehe ich nicht aus dem Dings raus. Ich versuche mal einfach ohne Rücken zu fahren. Mal gucken, ob ich es aushalte. Versuch mal ohne Hupen zu fahren. Also wenn man hupt, dann kann es sein, dass die KI sich quasi so gesehen aus ihrem
aus ihrer Parkposition oder nicht Weiterfahrposition wieder fortbewegt, wenn sie an der Kreuzung irgendwie KI die ganze Zeit immer vorlässt, obwohl sie eigentlich Vorfahrtstraße hat. Hm. Ich wollte gerade sagen, bei mir wollte gerade noch eine nette Dame noch zusätzlich aussteigen. Ich hoffe, ich habe nicht die falsche Tür oder ich habe eine Tür nicht geöffnet, aber eigentlich hat der Bus ja nur drei Türen. Ist ja ein Gelenkbus. Ah, die steigt eigentlich auch raus. Also wenn man einfach eine Tür aufmacht, dann steigen sie eigentlich aus, soweit ich mich erinnere. Ja. Welche Taste war das gleich nochmal, um alle Türen zu öffnen? Numpad 6. Okay. So, jetzt geht's hier gleich mal um die Kurve. Vorfahrt gewähren. Habe ich gerade die Tür aufgemacht? Ja, ich passiert öfter, dass ich die Tür aufmache, statt den Blinker zu setzen. Das ist nochmal schön. So, dann gehen Sie mal rüber. Sie haben, dürfen rüber. Fußgänger. So, sieht gut aus. Nächster Halt, Media Center Astra. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Fahrkarte kommt sofort. Ich bin vorne, ein Bahnhof. Danke. Steht der hier? Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Der Zug scheint schon rüber zu sein. Die standen hier gerade noch. Danke. So. Jetzt müsste es gleich auf die Bahn gehen. Da können wir den Bus dann auch ordentlich ausfahren. Bootsbauergasse. Wollen sie da aussteigen? Jemand ist bei mir eingeschlafen, mal wieder im Bus. Ist halt eine. Ja, du bist gerade erst losgefahren, noch fahrt ruhig. Ist dir das schon mal passiert, dass du im Bus eingeschlafen bist oder im Zug? Nee. Ich glaube, ich habe es öfter schon erwähnt. Es gibt ein sehr interessantes Phänomen, zumindest oh ich habe das. Gott. Oh, verdammt! Bin ich mit dem hinteren hängen geblieben? Scheiße. Ja, ja Gelenk, das, ich fahre einen Gelenkbus, das darf ich nicht vergessen. Du hast ein langes Ding hinten. Ja, ich habe es gerade selber nicht dran gedacht. So, ein Stückchen zurück. Rückwärtsgang einschalten war F8 oder 8 oder so? Was? Nee, 9. Bin ich denn hier gelandet? Oh Gott. Ja, in den du eingestiegen bist, wo bist du hier gelandet? So, ich hoffe, ich komme hier irgendwie wieder raus. Vielleicht tut sie bei mir. Ah, so, okay. So, das wird wieder eine Fahrt, die sich nicht lohnt, glaube ich. Was ich sagen wollte, war, das jetzt Phänomen ist ganz wichtig. Gestern sind wir an einer rosa Kurve vorbeigekommen. Und das, so dass wir aktuell in Anführungszeichen nicht wirtschaftlich fahren. Okay, das war ein Schlagloch. Genau. Hast du vorhin schon gesagt, dass, falls ihr das wollt, dass wir das Multiplayer-Projekt auch nochmal das Multiplayer-Projekt auch nochmal Singleplayer fahren. Hm? Das Multiplayer-Projekt auch nochmal. Macht Sinn. Macht wirklich Sinn. Nee, das wird Multiplayer-Projekt nochmal wirtschaftlich spielen, dann schreibt das mal in die Kommentare. So. Jetzt hier, ja, es ist nur eine Bundesstraße, aber es ist halt eine zweispurige Bundesstraße. So, mal hat er mich ja, jetzt hat er mich getrollt. Stand da nicht, ich muss mich recht. Was hab ich denn gemacht? Ich will diese 40.000 ab. Was, 40.000? Ich habe schon wieder 40.000 Minus bekommen. Ist mir jemand in die Karre gefahren. Wir haben ja schon mal eine Aufnahme gemacht, muss ich dazu sagen. Da habe ich einen Bug gehabt, dass ich die ganze Zeit minus 40.000 bekommen habe. Jetzt gerade wieder. Ich weiß nicht warum. Das verstehe ich jetzt auch wiederum nicht. So. Gesundheit. Seit wann niesen die Leute? Ja, Coronavirus. Die waren gerade in Wuhan. Da gab es eine leckere Fledermaussuppe. Die hatten Hunger. So. Okay, da hing ein Blatt irgendwie. Okay, dieser Baum ist sehr komisch. Was ich vorhin sagen wollte, stimmt ja diese Aussage. Der Baum ist komisch. Da war ich vielleicht auch komisch. Sag mal, jetzt ist hier richtig, oder was? Ach, ich bin dumm. Ach, sag mal! Ich muss hier gar nicht lang. Ich blinke nicht zum Spaß! Affe! Oh, das war jetzt geil. Jetzt bin ich gerade
eine Strecke von meinem Singleplayer abgefahren. Bin ich abgebogen, obwohl ich gar nicht abbiegen hätte müssen. Voilà. Auch nicht schlecht. Nee, was ich gerade hatte, war, da ist, kennst du das, wenn die Autos neben dir herfahren, also du blinkst nach links und die Autos, also und du hast die, deine Spur endet gleich und du sagst, wahrscheinlich die fahren einfach gerade direkt neben dir her. Wahrscheinlich auf der Autobahn, zu, ne? Ja, genau, ohne zu bremsen, ohne Gas zu geben. Die KI ist für nicht, meiner Meinung nach ist diese KI nicht für die Autobahn ausgelegt. Also. Ja, ist ja auch nur ein kleiner Autobahnteil. Aber die KI, glaube ich, in ETS ist sogar noch besser, finde ich. Och. So, jetzt sind wir hier im Industriegebiet. Wir haben mal Vorfahrt. Ist hier noch ein Fahrzeug? Nee, das ist ein Gegner. Boah. Sollte passen. Ja, sehr gut. Ach, wir sind gleich. Sein, das kann ich vergessen. Ich glaube, wir sehen uns gleich. Ja, das kann gut sein. Und das, ich habe erst zwei Haltestellen hinter mir. What? Wie bist du schon hier? Holy shit. Ist das überhaupt richtig? Hier ist kein Haltestellen-Symbol, ich glaube ja. Ja. Obwohl, wir haben mal die Haltestelle, ach, diese Linie hat ja auch nur 5 Stops von daher. Aber irgendwie sind die Haltestellen-Symbole, werden mir, finde ich, angezeigt, dass ich da halten muss. So, ja, solange die dunkelblaue Linie dort endet und nicht die hellblaue, ja, und die hellblaue da wieder anfängt, ist das alles legit. Okay. Sag mal, du hast ja eingestellt, dass ich nicht zu früh losfahren soll. Ich habe noch 21. Ich warte mal kurz. Gibt es da eine Grenze, ab wann man losfahren darf? Bei 0? Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Too Early Events ist. Ich fahre dann immer ab 0 los. Warum steht. Das muss ich doch gucken, tut mir leid. Okay, die KI steht komplett an einer Kreuzung und fährt nicht. Das habe ich gehupt und 10 Sekunden später fahren sie alle los. Hallo. Hallo. Das war. Impressive. Ja, impressive. Nee, ich wollte sagen, das war der Einspieler. Was fällst du von meinem Bus? Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Style. Was? Morgen Strand? Ab 4 Uhr? Du hast frei? Ich bin dabei. So einer wie Breizen schon, kann man doch nicht nein sagen. Danke. Das ist mein Date ausgemacht. Easy. Nächster Halt, auf Autobahn. Wanderstiefelstraße. Ich stehe ja gerade noch im Stau. Wanderstiefelstraße? Ich dachte, das geht zum Strand. Oh Gott, diese Bremse. Du fährst da hinten erstmal ins Dorf. Erstmal ins Dorf. Ach, ich fahre mal ins Dorf. Ich habe 10 Minuten Zeit. Geil. Ja, du brauchst dann 10 Minuten brauche ich auch für diese Kreuzung. Ja, bei mir ist, ich stehe jetzt hier gerade mal an der Kreuzung im Stau. Ja, geht mir auch so. Das ist gut, also ich muss rechts abbiegen. Ja, gut ist, ich muss auch rechts abbiegen. Das Problem ist nur, vor mir müssen alle links abbiegen. Das heißt, wenn es sich. Tja. Das dauert ein bisschen. Egal. Alles nicht so, ne? Das kann man nicht ändern. Ja, jetzt geht's weiter. Lässt er mich vor? Ja, ich glaube so. Dankeschön. Kreise auch schon so halb auf der Straße stand. Ich glaube, die haben sich gerade erschreckt, die Autos neben mir. Da bin ich mich gerade relativ nah an die Rand gefahren. So. Sich dürfen wir. Wir haben einfach Gas. Da mal! Schon was von Vorfahrtsregeln gehört?
Also ich bin heute nicht gut nach Hause gekommen. Ja, ich auch nicht. Oh, mein Bauch. Er hat da gerade ein UFO gesehen. Ach, scheiß drauf, der lässt sich jetzt einfach rein, ist mir egal. Was ich nicht will. Was ist los? 775 habe ich jemand gerammt? Hat auch keiner. Ja, ich glaube, ich habe einen gerammt. Glaube ich. Weil direkt nach der Kurve, ich habe. Ich hätte auch vielleicht gucken können, aber direkt nach der Kurve war halt direkt Stau und dann. Ja. Oh. Ach, jetzt kriege ich schon wieder diese 40.000er Bug. Nee, das ist ein Bug. Dauernd diesen Geldbug. Na gut, dann macht das meiner Meinung nach auch keinen Sinn, das wirtschaftlich zu machen. Wahrscheinlich nicht. Oh, wie schön, das spawnt einfach ein Auto direkt hinter mir auf der linken Spur. What the fuck? Schön hier mit dem Fluss. Eine LKW meine ich. Schön hier, nur kein WLAN. So eine uralte Werbung von irgendwie so einem ProSieben-Scheiß oder so. Finde ich nur. Aber das ist übrigens auch das Motto von Deutschland neulich. Schön hier, nur kein WLAN. Nur kein Internet. Könnte man eigentlich ein Staatsmotto einführen, finde ich. Schön hier, aber Internet ist fürs Neuland. Ja, genau. Oh, ein bisschen gerutscht von der Spur. Puh. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal. Ist das überhaupt der richtige Bus? Alter, du sitzt jetzt hier seit fast 4 Minuten im Bus und dann fängst du an zu hecheln. Ich habe gerade den Bus noch geschafft. Oh, das ist der falsche. What the fuck? Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge vom Winter der Leidenschaft. So, ich stehe mal wieder. So schön und amüsierend die ganzen KI-Sprüche sind. Für manche Sprüche sollte man ein Timing einpacken. So nach dem Motto, keine Ahnung. Wenn die Person gerade eingestiegen ist, kann es eine 5% Chance geben, dass er den Spruch sagt. Ansonsten nicht. Sollte ja, also von meinem Programmierverständnis her sollte das machbar sein. Allerdings kann es natürlich sein, dass es mit dem Code nicht geht, aber so sollte es sein. Aber es macht halt so keinen Sinn, ne? Also. Stimmt schon. Schönen guten Tag. Was? Stehen Sie hinten in der Tür, oder? Tür 3? Schließt sich. Schönen guten Tag. Haben Sie Ihre Fahrkarte dabei? Wie? Nee. Wie wollen Sie das jetzt bezahlen, hä? Ich bin gleich schon an der Endstation. Oh Gott! Hä? Wieso bin Was ich jetzt... Was ist los? Okay. Du bist irgendwo reingeknallt. Lass nicht drüber reden. Ich bin fast in... Also ich, bin verwirrt. Es könnte sein, ich... Eigentlich nicht, aber es könnte sein, dass ich gerade... auf der Tastatur hängen geblieben bin, ohne es wirklich... zu bemerken, weil Brain AFK und ich bin dann ja in die Gegenspur gefahren auf dem Bürgersteig, wo Leute waren und ja. Ist die Mission abgebrochen oder was? Nee. Ja, ich habe schon wieder den 40.000. Oh, muss ich ja halt nehmen. Hier will niemand einsteigen, ist ja schön. Dann kann Sie ich haben ja. meine Fahrkarte ja, ich Ihnen schon gezeigt. Fahrkarte. Oder habe ich gerade die Haltestelle ausgelassen? Augenblick. Egal, ich fahre weiter. Nee, er hat Endstation gesagt. Nee, kann ja gar nicht sein. Oh, tut mir leid, ich muss sie verloren haben. Erstmal einen Schwarzfahrer erwischen. Ich habe noch 4 Minuten Zeit, um zu warten. Das ist doch schön. Ach, mal hier. Was ist denn jetzt schon wieder los? Warum kriege ich denn 800 Minus? Ich habe überhaupt nichts gemacht.
bin ganz langsam über die Bodenschwelle gefahren. Also irgendwie das Geld scheint nicht so richtig zu funktionieren. Das ist mich vor, dankeschön. Also wenn man irgendwie so, keine Ahnung, 200.000 bekommen würde für eine Tour, dann wäre das ja gar kein Problem. Obwohl, je nachdem, wenn du die 40.000 abzuchst, den Bug, wenn der Bug irgendwie alle 60 Sekunden oder so kommt, dann ist es natürlich auch wieder was anderes. Ne? Dann, ja. Und da bin ich gerade schon über eine Bodenschwelle rüber geknallt. Schmeiß die Omas durch den Bus. Ja, ich hab mir früher mal schmeiß berührt. Die Omas durch den Zug gemacht. Jetzt mal schmeiß die Omas durch den Bus. Ich hab mir Randstein berührt, als ich mit 50 km/h von rechts nach komplett links über den Bordstein gebrettert bin. Also da, dass ich da keine Fußgänger oder ein Auto auf der Gegenspur erwischt habe, das war schon. So, ich hab Ende. Ich habe fertig. Ja, ich hab erstens 2,5 Minuten so weit, dass ich weiterfahren darf. Oh nein. Mein Akku ist schon wieder leer. Sehr schick. Ich werde angerufen. Ja, jetzt nicht. Pech. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Ich hole mir jetzt erstmal hier schön. Oh, das ist leider ein bisschen schlecht modelliert, aber ich hole mir jetzt Bratwurst oder was hier gibt am Stand. Ich mich hier hin oder stelle mich hier an den Stehtisch. Ist, glaube ich, eine gute Endstation tatsächlich für den Bus. Jetzt kriege ich auch noch eine Nachricht. Ja, quatsch mir nicht aufs Mietteil drauf. Da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Bricht keiner drauf. Ich wollte schon gerade sagen, ich würde nicht aufs Band sprechen. Meine Mutter spricht aufs Band. Das ist ja eher gut. Bei meine Eltern insgesamt, oder? Du kommst so bald im alten Sägewerk, oder? Na klar. Dann sprechen die schon aufs Band, aber alle Leute, ich glaube, alle anderen eher nicht. So. Wie weit brauchst du noch bis zum Ende? Eine Minute darf ich losfahren und dann ist es nicht mehr ganz so weit. Ich glaube, ich bin zu früh losgefahren, kann das sein? Möglich ist es. Deswegen bin ich so fertig. Deswegen bin ich so schnell hier schon. Aber ich find's geil hier am Strand. Oh ja, hier könnte ich. Hier kann man echt, Alter, geile Position, um Pause zu machen. Moin, was geht? Was macht ihr so? Seid ihr irgendwie von der Sekte? Ihr habt genau das gleiche an. Oder ist es Vater und Sohn? Gemeinsames Outfit. Und einer hat graue Haare, der andere nicht. Who let the dogs out? Ihr habt schon wieder dasselbe. Also ist hier irgendwie Scientology unterwegs oder was? Who let the dogs out? Jetzt besteht einfach nur Who. Die garantiert nicht. Also das Einzige, was die rauslassen, sind dieselben Klamotten aus dem Kleiderschrank. Ja. Und wahrscheinlich, oder die sind hier von den Zeugen Jehovas zum Handdrücken. Warte, who let the dogs out? Dürfen Hunde überhaupt hier rein, dass sie ein Verbot stellt? Nee, ne? Aufwachen! Hör auf! Alter! Ja, ich laufe noch ein bisschen in die Stadt hier, müssen gucken. Den Bus kann man ja mit offenen Türen einfach mal rumstehen lassen. Oh, ja, keiner. Schlüssel stecken lassen, passt schon. Sag mal, achten die Autos doch nicht mal ein Schild schaffen hier? Bitte alle aussteigen. Hit and Run machen ja sowieso nur die Fahrer, ne? Tatsächlich, die warten. Sehr gut. Ich wollte ein bisschen die KI testen, wie schlau die ist. Jetzt renne ich mal hier rüber. Oh, der wartet auch. Ja, der bremsen können sie. Oh Gott, das startet doch. Gibt es eigentlich einen Bahnhof in der Stadt? Also was gibt es hier in der Zugstrecke? Ja, es gibt einen Hauptbahnhof, aber man sieht nichts vom Haupt. Also man sieht halt nur das Gebäude von außen, aber halt man erkennt es nicht, dass es ein Bahnhof ist. So, du hast die Stehbeinerkehre zur Garage zurück und drücke Ende, um die Fahrt sofort abzuschließen. Oder drücke Ende. Ja, bei mir steigen sie gerade aus, ich bin am Ende. Dann sind wir auch gleich am Ende. Ja. Drücke ich auch mal Ende. Würde ich sagen. So, ach, da komme ich direkt wieder ins Menü. Ach, ja, stimmt. Ich dachte, es gibt eine Auswertung, aber gibt's ja gar nicht. Nee, gibt's nicht. Ja. Okay, dann beende ich meine Folge in der Übersicht. Auch nicht schlimm.
Gut. Bist du fertig? Ich bin fertig. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Mal gucken, was wir da machen, ob wir wieder hier uns die 40.000 gönnen. Oder vielleicht wieder TSW. Mal gucken wir mal. Oder TSW wieder, genau. Mal schauen. Ja. Okay. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.